sieht irgendwie ungemütlich aus und ich glaube, das liegt nicht nur am Wetter. Irgendwas, was vom Fuchs ausgeht. In irgendeinen Kreis und dann diesen Geistdingern vorbei. Füchschen. Warum sieht diese Statue so totunglücklich aus? Erwachsenen Mann aus, den Bart noch zu unter. Meiner Meinung nach aber auch ein unwürdiges Ende für die Blobbies. Das letztendlich doch nur als Türöffner herhalten müssen. Das anscheinend. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Abzweigung verpasst. Da komme ich nicht hoch. Blobby? Bist du's? Ah, danke schön. Füchschen sieht traurig aus. Zum Klettern zu blöd. Das sieht besser aus.
der letzte Fall. Füppchen knuddeln. Wieder einmal habe ich das Gefühl, unsere Stimme ist schwächer geworden. Aber es ist natürlich schmerzhaft, wenn man auf seiner Reise Freunde findet und diese wieder verliert. Dass die Geistdinger uns jetzt gerade in Ruhe lassen. Was würde mir jetzt gerade noch fehlen, wenn die mir jetzt noch den Weg versperren würden? Sie geistern hier bloß ein bisschen herum. In Bewegung komme ich mit denen trotzdem nicht. Traut sich bei dieser Stimme kaum was zu sagen.
Das war anders geplant. Irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl in der Magengegend, wo das hier hinführt. Entschuldigung, weil ich jetzt gerade nicht so gesprächig bin, aber irgendwie schnürt mir das Ganze hier gerade so ein bisschen die Kehle zu. Strahl haben wir noch.
weiß nur nicht, ob ich wirklich da hoch will. Er weint. Ihm fehlt die Kraft zum Schreien. Jetzt läuft, ich habe hier die totale Orientierung und weiß, wo ich hinrenne. Ich renne einfach irgendwie und das passt irgendwie. Irgendwie habe ich Angst vor dem, was jetzt passiert. Statue. Das soll ganz offensichtlich wir sein. Ha! Nicht das Füchschen.